Oh, und damit einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, Camper Mega. Du bist gestern einfach irgendwann schlafen gegangen, oder? Du hast das Ende nicht mitbekommen. Das Ende war, wir haben gegen Palkia gekämpft und Palkias Fangrate ist sehr, sehr hoch, hat man mir gesagt. Ich habe 500 Pokebälle geworfen und ich habe Palkia nicht gefangen. Ja, und jetzt machen wir weiter. Wir werfen heute weitere 1000 Pokebälle. Und du bist live dabei. Als einziges. Let's go. Wir gehen rein. Ich weiß gar nicht, was danach noch kommt. Wir müssen ja eigentlich noch den 8. Orden. Warte mal, hä? Ich bin im Lurfy gestern angekündigt. Nivi, ciao. Danke dir. Müssen wir nicht eigentlich noch den 8. Orden machen? Wieso bin ich jetzt eigentlich schon im Endgame? Ich habe den 8. Orden noch gar nicht. Mein Handy ist ausgegangen. Und als es wieder an war, war der Stream aus. Kann nicht sein. Ich habe bis 2 Uhr nachts gestreamt, Camper Mega. Herzlich willkommen, Gary. Ey, Mann, ich bin verwirrt. Heute kein Among Us? Je nachdem, wenn wir genügend Leute sind, spielen wir heute noch Among Us. Ich wollte den Stream jetzt erstmal so anfangen, um erstmal Leute reinzuholen. Wolltest du heute noch Roblox spielen? Na, wieso? Du spielst jeden Tag Roblox. Herzlich willkommen, Akademie. Genau. Also, ich habe jetzt erstmal den Stream gestartet. Jetzt kommen Leute rein und dann können wir gerne demnächst wechseln. Ich versuche jetzt noch Palkia zu fangen in der Zwischenzeit. Und ich bin gerade verwirrt, warum Palkia jetzt schon da ist. Muss man nicht erst den 8. Orden eigentlich machen? Herz oder belgische Waffeln? Wo ist der Unterschied? Außer in der Form. Warte, wie sieht eine belgische Waffel aus? Ich kenne Herzwaffeln. Aber belgische Waffeln? Wie sehen die aus? So, Simsala, einwechseln. Heike Sticker. Ah, belgisch sind eckig. Okay, ich esse immer Herzwaffeln. Ich esse immer Herzwaffeln. Die belgischen sind viel dicker, du hast recht. Belgische Waffeln sind viel dicker. Die Herzen knusprigar, ja, und sie sind dünner. Die sind nicht so. Ich finde, die sind nicht so trocken, weil die so dick sind. Man kann halt oben dann so schön Apfelmus drauf machen und dann schmecken die voll geil. Während die belgischen sind zu dick und dadurch zu trocken. Du müsstest halt viel mehr Apfelmus drauf machen, was aber nicht geht. Ja. Ey, ich krieg den nicht gefangen. Herzlich willkommen, Mustafa. Ich krieg Palkia ja nicht gefangen. Hier! Ich mach bei Among Us mit. Oh, wie cool. Ja, bitte. Ich will nur Palkia noch eben schnell fangen. Palkia tot. Wie kann ich Palkia fangen, Chat? Ich werfe einen Hyperball mit 1 HP. Und alle im Chat sagen so, die Fangrate ist viel zu hoch. Was für ein scheiß Spiel. Ich habe schon 800 Pokebälle geworfen. Lokaler Imbiss mit Puderzucker, die waren so gut. Wieso gibt's den nicht mehr? Sind die pleite gegangen? Haben die nur Waffeln verkauft? Ja, Waffeln wären mittlerweile viel zu teuer, ne? Waffeln waren immer teurer als Döner. Wenn Döner jetzt schon 6 oder 8 Euro kostet, dann Waffeln. 15 Euro kauft doch keiner mehr. Warte, du hattest vorhin einen vom Lokalen. Achso. Warte, was? Wie teuer war die Waffel? Ja gut, dann sind sie bald pleite. Demnächst 2,50 Euro. Ja, die sind bald pleite. Ich kenne so eine große Waffelkette, die schon fast überall weg ist wieder. Pleite. So Wunderwaffel oder so hieß die. Da kannst du dir Waffeln für 12 Euro, früher war das so, ich weiß nicht, wie teuer die jetzt sind, holen. Da machen die dann richtig geile Toppings drauf. Kommt drauf an, wo man sie kauft. Am Weihnachtsmarkt sind es 8 Euro. Wonderwaffel. Aber ey, von dieser Wonderwaffel bist du aber auch wirklich dann den ganzen Tag satt.
da sind 2000 Kalorien drauf oder so. Habe ich einmal gemacht, das war geil, aber ich muss sagen, ich brauche das nie wieder. So, beim ersten Mal, ich versuche ihn jetzt einzuschläfern. Hypnose. Verfehlt. Auch verfehlt. Beide verfehlen sich gegenseitig. Ein eigener Teig mit leichter Marzipannote. Oh, wie geil. Ey, aber ganz ehrlich, wenn du weißt, dass es eine Marzipannote ist, kannst du halt auch einfach selber einen Teig mit Marzipan machen. Verstehst du? Jetzt habe ich voll Bock auf eine, auf einen Teig mit... Also jetzt habe ich voll Bock auf so eine Waffel mit Marzipannote. Dieses Marzipan ist bestimmt nur so ein flüssiges Aroma oder so, was man kaufen kann. Lokale Business unterstützen habe ich nicht hier. Habt ihr keinen. Ich mache morgen eigen auf. Ey, ich esse morgen wirklich dann eigene Waffel. Geil. Gute Idee. Level 52. Mann, ich bin gedeadlocked, Chat. Ich krieg dieses Monster nicht gefangen. Außerdem ist der Kakao dort so geil. Mit irgendeiner besonderen Schokolade. Kannst du auch selber machen. Einfach Schokolade ins Kakao rein. Du machst einfach einen normalen Kakao und dann nimmst du ein kleines Stückchen. Ein kleines Schokostückchen und legst den in deinen Kakao rein. Oh mein Gott! Es ist passiert, wir haben ihn gefangen, nach 1000 Bällen. Ja, einfach ein kleines Stückchen Schokolade reinpacken. Dann hast du es, Camper Mega. So, Pike, kommt erstmal schön ins Team. Die Frage ist, wen nehmen wir raus? Wen nehmen wir aus unserem... Wen schmeißen wir aus unserem Team? Ich würde sogar sagen, Christian? Galoppa? Galoppa ist echt nicht so toll, ne? Aber ein Feuer-Pokémon wäre nicht schlecht. Entoron müssen wir rauswerfen. Wir haben mit Christian schon Wasser, da brauchen wir Entoron nicht. Oder wir werfen Christian raus, weil wir haben Entoron. Wobei Entoron ist ziemlich psycholastig, dafür haben wir Simsala. Das Problem bei Entoron ist, wenn wir Psycho-Schwäche haben, ist Entoron direkt auch schlecht. Ja, ich habe Entoron rausgeschmissen. Ich muss ein bisschen differenzieren jetzt. Übrigens, bei Penny sind wieder Monster im Angebot. Voll geil, 80 Cent pro Stück. Herzlich willkommen, Yoda. Aber habe ich jetzt keine Mission mehr? Ah doch, jetzt soll ich hierhin zur 8. Arena. Crazy. Hä? Kann ich nicht fliegen? Ich darf von hier oben aus nicht fliegen. Kanye West droppt heute sein Item. Album. Item. Weißer Orb? Album? Was für ein Album? Also, wann heute? So lange ist der Tag nicht mehr. Und die Direct kommt wohl nicht mehr. Die Nintendo Direct kommt wohl morgen auch nicht. Von dort nicht. Oh, das heißt, ich muss jetzt zur Höhle. In die Höhle rein. Und jetzt irgendwo nochmal raus aus der Höhle. Okay. 0 Uhr. Ah, also eigentlich morgen. Also droppt er ihn eigentlich morgen. Die nächste Direct könnte nächste Woche kommen, aber auch das ist nur ein Gerücht. Alter, ist Georok eigentlich geil?
Der sieht so massiv aus, aber eigentlich ist Georok nicht so stark, ne? Ja, ich glaube nicht so stark, ne? Oh, Pax. Direkt nächste Woche. Auf welchem Tag tippst du? Mittwoch oder Donnerstag? 13. bis 15. Warte. Jetzt brauche ich kurz einen Kalender. 13. bis 15. sagst du. Also Dienstag bis Donnerstag. Mittwoch? Ja, ich denke auch, wenn eine Direct kommt, dann wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag, oder? Ja, aber es wird wirklich Zeit. Auch ein paar Wochen später dann eine Pokémon Direct wird auch mega Zeit. Weil die müssten ankündigen, was sie dieses Jahr rausbringen wollen. Dieses Jahr muss mindestens ein Pokémon-Spiel noch rauskommen. Spielt eigentlich irgendjemand von euch noch Pokémon Unite? Ich habe gehört, es ist tatsächlich gar nicht mehr so Pay-to-Win wie damals. Zur Anfangszeit. Was ich ein bisschen schade finde, dass das Pay-to-Win zur Anfangszeit hat das Spiel halt leider aussterben lassen. Sonst würden es heute, glaube ich, viel mehr spielen. So, ich mache jetzt noch den 8. Arenenorden, oder? Wie viele Leute sind wir jetzt, die Among Us spielen wollen? Academy, Gary, Mustafa vielleicht? Dann sind wir jetzt 4 Leute, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ich habe vielleicht vor, Unite später zu spielen. Später, also heute? Oder was, wann später? Ich habe mir heute Battle Pass geholt. In Pokémon Unite oder in Fortnite? Weil ich habe irgendwie voll Bock, Pokémon Unite wieder zu zocken. Oha, nächste Woche. Gary, vielleicht können wir ja zusammenspielen, wenn du magst. Ich habe irgendwie auch Bock, Unite mal wieder anzufangen. Herzlich willkommen, Jonas. Dann können wir ja alle Pokémon Unite spielen. Jonas, spielst du dann auch Pokémon Unite? Oh, warte. Du spielst nicht so deins. Jonas, spielst du heute mit Among Us? Kannst kein LOL. Ja, aber für LOL, für Pokémon Unite musst du nicht LOL-Spieler sein. Among Us bist du auch nicht dabei. Okay, schade. Wie findest du bisher das Spiel, was du jetzt spielst gerade, das kostenlose? Dessen Namen ich schon vergessen habe. Nicht weitergespielt. Aber... Sagst du, es ist voll geil oder bist du aktuell eher so, nicht überzeugt, sag ich mal so, eher gelangweilt oder bist du eher so verwirrt, sag ich mal. Okay, verwirrt. Ja, viele Spiele von dem Producer sind sehr verwirrend tatsächlich. Ja, ich glaube, ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich das Spiel spielen würde, würde ich auch verwirrt sein. Ich glaube, jeder ist verwirrt. Ich glaube, kaum einer hat die Story wirklich verstanden. Oh mein Gott, eine Pikachu-Farm, wie geil. Warte. Ich versuche mal mit meinem Team lauter Pikachus Champ zu werden? Ja. Ich brauche nur einen Georok und dann zerstöre ich dich. Der soll sich ohne Witz mal untersuchen lassen. Der wurde ja gefeuert. Der Typ wurde doch gefeuert. Der war ja Metal Gear Solid Entwickler. Das war echt gut. Und alles danach war einfach nur noch Psychose. So ein Ding. Gut. Spielst du gleich Among Us? Ja. Aber ich muss euch gestehen, ich habe Among Us seit 5 Jahren nicht mehr gespielt. Damals, als ich Among Us gespielt habe, war Among Us erstens kostenlos. Es gab keinen Game Pass, es gab keine Sonderrollen, es gab kein Level-System, es gab keine Ingame-Käufe. All das gibt's jetzt mittlerweile. Und ich weiß nicht, ob Among Us mit Ingame-Käufen und so wirklich noch geil ist. Ne? Das schreckt mich tatsächlich eher ab, vielleicht doch nicht mehr Among Us zu spielen.
Du hast so viel nachzuholen. Ja, ich habe wirklich das OG Among Us gespielt. Ohne Battle Pass, ohne Ingame-Käufe. Mittlerweile kannst du echt viel Geld ausgeben in Among Us. Among Us ist gratis. Ja, aber du kannst jetzt voll viele Sachen kaufen für echtes Geld, oder? Habe ich gesehen. Und Battle Pässe und keine Ahnung. 5 Jahre gibt es Among Us noch gar nicht. Among Us gibt es schon vor Corona. Ja, vor 4 Jahren. Doch, Among Us ist schon... Ich glaube, Among Us ist schon sehr... Alter, die Zeit vergeht aber auch echt schnell. Es gibt dort 2 neue Maps und 4 neue Rollen. Was für Rollen gibt es? Und ich glaube, wenn wir so wenig Leute sind, sollten wir alle neuen Rollen deaktivieren, richtig? Was für Rollen gibt es und welche sollten wir in unserer Größe benutzen? Corona-Zeit Among Us beste Junge. Nee, da, Corona-Zeit war Among Us schon tot. Vermisse es voll. Ey, heute habe ich meine Haare nicht gestylt nach dem Duschen. Dann sind sie getrocknet und jetzt kann man sie nicht mehr zaum. Kennt ihr das, wenn ich jetzt Style-Mitte reinmache, dann sehen die einfach nur noch fettig aus. Aber auch so liegen die einfach nicht mehr gerade. Das sieht scheiße aus. Da hatten die erst Erfolg. Echt? Okay. Mir war so, als hätte ich Among Us vor Corona gespielt. Ich hab's gespielt, bevor es so kommerziell wurde. Jetzt geht's halt wirklich nur noch darum, den Kunden Geld aus der Tasche zu pressen. Die ganzen Ingame-Käufen und whatever. Und ich bin ein Opfer dafür und werde das direkt gleich machen und alles kaufen. Nur noch morgen? Was? Und dann? Achso. Eine Woche Ferien oder wie 4 Wochen? Julian. So, ich mache jetzt noch schnell den letzten Arenenleiter, oder? Ja, schon da. Eine Woche. Nice. Huh, wer ist das? Ein Fragezeichen. Ignaz. Oha, er ist von der Top 4. Okay, wir sollen einfach Arena machen. Oh, für die Top 4 muss ich leveln, nicht? Ich erinnere mich, Jonas hat gesagt, er war unterlevelt. Oh nein, das ist eine Psycho-Arena, kann es sein? Er war unterlevelt, bedeutet, ich bin halt auch unterlevelt. Palkia habe ich jetzt gerade gefangen. Und auch da war zum Beispiel, Fabi war schon irgendwie 30 Level über mir, als er mit Palkia gekämpft hat. Da seht ihr mal, auf welchem Niveau Fabi und so spielt. Na, die farmen sich als uns Unermessliche hoch. Also, ein Scientist hat ein Lifeline bei sich. Ingenieur kann Vents benutzen. Oha, das ist ja geil mit dem Ingenieur. Dadurch kann es passieren, dass du jemanden wenden siehst und denkst, der ist Imposter. Und dann so, nein, ich bin Ingenieur. Shapeshifter kann sich zu einem Crewmate verwandeln. Warte. Also, oha, okay, Shapeshifter ist heftig. Du kannst quasi dann dich verwandeln in zum Beispiel Mustafa. Und dann rumlaufen und alle denken, das ist Pokémon Mustafa. Und einen Schutzengel gibt es. Okay, krass. Okay, das klingt ja voll heftig. Shapeshifter sind Imposter. Okay. Wollte gerade sagen. Aber dann ist es ja, das macht ja Imposter voll stark. Ich verwandle mich zu Mustafa und mache irgendwas total Auffälliges. Okay. Wenn ein Imposter zu auffällig ist, dann kannst du davon ausgehen, dass es ein Shapeshifter ist. Und dass diese Person unschuldig ist, ne? Wenn jetzt Mustafa auffällig durch ein Event geht, oder keine Ahnung, jemanden tötet,
Dann sagst du einfach, hey, ich habe gesehen, wie Mustafa jemand tötet. Mustafa ist auf jeden Fall kein Imposter. Oh mein Gott, das ist ja total, total krank. Gibt es nicht doch irgendwie einen Detektiv oder so? Ich gehe morgen mit meiner Klasse in ein Theater. Was schaut ihr euch an? Warte. Sie ist die Arenenleiterin? Ah, okay. Ich darf nur mit dem Orden da hoch. Was ist denn hier oben überhaupt? Ach so, die Pokémon-Liga. Hö, ich dachte immer, die Pokémon-Liga wäre hier. Was ist das hier? Eiseninsel. Das ist ja cool. Hier oben ist die Pokémon-Liga. Und was ist hier? Was ist das denn für eine Insel? Kahlberg. Okay, da gibt es wahrscheinlich Legi oder sowas. So, Boy in a White Room. Davon gibt es auch ein Buch. Okay, worum geht's da? Ein Junge in einem weißen Raum. Was macht dieser Junge in diesem weißen Raum? Ist er eingesperrt? Ist er in einer Irrenanstalt? Ist er selber geistig verwirrt? Keine Ahnung, hab das Buch nicht gelesen. Ich denke, ihr habt das Buch gerade in der Schule und sollt's. Müsstest du es da nicht gelesen haben? Oder anfangen zu lesen? Warte, ihr geht zu meinem Theaterstück und lasst euch in diesem Theaterstück schon alles spoilern und danach fängt ihr erst an, das Buch zu lesen? Macht man das nicht umgekehrt? Liest man nicht das Buch und danach schaut man sich den Film oder so an? Wir sollten es über die Weihnachtsferien lesen. Ah, okay, ihr solltet es lesen und du hast es nicht gelesen. Aber wie hast du den Test bestanden? Ich habe seit 6 Tagen Ferien. Dann hast du morgen... Dann ist morgen dein letzter Tag, oder? Dann ist morgen dein letzter Ferientag. Ja, die Pokémon-Liga ist die krasseste. Haben wir im Unterricht drüber geredet. Okay, dann kannst du ja trotzdem sagen, worum es geht. Wenn ihr im Unterricht das behandelt habt und drüber geredet habt. Du weißt grob, worum es geht. Erzähl, worum geht's? Als ich dich eben gefragt habe, hast du gesagt, du hast es nicht gelesen, du kannst nichts dazu sagen. Ich kann das alles nicht mehr. Ich habe hier so eine Kerze, die riecht nach Zimt. Oh, das ist so geil. Das ist so geil. Worum geht's denn, Julian? Wann spielen wir Among Us gleich? Wollen wir 21 Uhr sagen? Ich würde halt noch fix hier die Arena machen. Hier ist einfach ein Haus auf der Klippe. Warte, wo ist die Arena? Hä? Auf ein ernstes Pokémon werfen? Wovon redet er? Er würde einen Blick auf ein ernstes Pokémon werfen. Was ist denn ein ernstes Pokémon? Bitte nicht um 21 Uhr. Warum nicht? Wann denn dann? Ja, wo ist denn die Arena? Was ist denn um 21 Uhr, dass du nicht kannst? Ah, hier ist die Arena.
Hast du für Biker deinen Meisterball benutzt? Ja. Nein. Ich habe einen Hyperball geworfen. Nach dem tausendsten Versuch hat es dann geklappt. Mit einem Hyperball. Nach tausend Versuchen. Nichts damit drei Pokebällen werfen und die Fangrate ist ja viel zu hoch. Und diese ganze Geschwubbel, ja? Mehr kann man ja dazu ja nicht mehr sagen. Das war definitiv Geschwubbel. Okay. Hä? Hä? Dieses Rätsel ist schier unlösbar. Okay, ich verstehe. Herzlich willkommen, Fabi. Ich darf heute nicht Pokémon so lange spielen. Ich muss heute Among Us spielen. Es geht um einen Jungen namens Manuel. Und er ist in einem Krankenhaus verkabelt, aber sein Geist ist in dem weißen Raum. Und sein angeblicher Vater hat es extra für ihn gebaut. Und seine Mutter wurde ermordet. Und der angebliche Vater ist böse und hat auch noch böse Anhänger, zum Beispiel Manuels Psychologe und noch andere. Oha! Klingt nach einem sehr interessantes Buch, was du nicht gelesen hast und keine Ahnung hast, worum es geht. Herzlich willkommen, Big Buch! Du kannst nicht, weil du nicht kannst. Also kann ich dich schon mal rausstreichen, du spielst heute nicht mehr mit. Weil es ist ja faktisch gleich schon zu spät. Also sind wir schon mal eine Person weniger. Ist notiert. Habe gerade noch ein bisschen länger als eine Stunde gelernt. Nicht wie Tyler. Ey, Tyler hat bestimmt eine 6 in der Matheprüfung. Ich spiele mit. Ach so, warte, Tyler wollte doch heute live gehen, oder? Hä? Er hat gar nicht gesagt, dass er live war. War er live? Er war gar nicht live, oder? Warte mal, Mediamarkt schenkt Mehrwertsteuern? 19% Rabatt? Auf alles? Auf alles? Ich könnte auch live gehen. Sehr gerne. Klar, sehr gerne. Aber ich will doch ein ganz bisschen Pokémon kurz spielen. Ich weiß, tut mir leid, dass ihr jetzt wartet. Ist auf alles Mehrwertsteuer? Auch auf Games? Also auf alle Games? Weiß das einer? Ich zocke jetzt allein Among Us? Okay, ciao. Ja, schau, geh mal auf Mediamarkt, da gibt es gerade die Rabattaktion. Aber ich kann dir leider nicht sagen, ob auf alles. So, warte. Nintendo Switch. Spiele. Ich gehe kurz rein. Die Seite ist schon mal richtig scheiße. So, jetzt. Oh ja, auf alles. Also auf alles, was man schon kaufen kann. Auf Vorbestellungen scheinbar nicht, oder? Warte. Mario. Donkey Kong. Ich kann nur bis 10 Uhr. Ja. Nur auf die Sachen, die man jetzt kaufen kann. Und auch nicht auf alles, wie es aussieht. Aber auf fast alles. Hä? Ah, okay, ich verstehe, was ich machen muss. So, jetzt ist links oben die Brücke. Genau, ich will jetzt noch ganz fix die Arena machen, weil ich Bock habe, Chat. Gibt es irgendein cooles Spiel auf der Switch oder so? Oder auf PlayStation oder so? Oh, man könnte sich Spider-Man 2 jetzt mit 20% Rabatt kaufen.
Aber ich glaube, es ist immer noch teurer, als Spider-Man schon im Angebot gab bei Müller. Weil das gab es bei Müller schon für 60 oder 50, irgendwie so. Kurz eine Woche nach Release. Aber es ist scheinbar nicht unbedingt komplett alles rabattiert. Aber fast alles. Also schaut gerne mal bei Mediamarkt vorbei. Zum Beispiel Pokémon Perle kostet jetzt 50 Euro statt 60. Dieses Spiel hier. Brownie. Liest Bücher nicht, um sich zu vergnügen wie die Kinder, aber auch nicht wie die Streber, sondern liest, um zu lernen für Leben. Ich habe früher auch keine Bücher gern gelesen. Dann habe ich mir so ein Amazon Kindle gekauft. Und dann habe ich wirklich 2 Wochen am Stück jeden Tag nur noch gelesen. Und seitdem liegt es jetzt 10 Jahre rum. Seitdem liegt es jetzt 10 Jahre rum und ich lese nicht mehr. Ich muss das Ding mal rausholen und einfach wieder lesen. Ich hasse Bücher lesen. Das Zitat ist 200 Jahre alt. Oh, WarioWare Move It ist nicht in der Aktion mit drin und kostet 50 Euro. Schade. Für einen 20 oder 10 hätte ich es geholt. Oh, Pokémon Arceus ist im Angebot. Jonas. Statt 60 Euro. GTA ist im Angebot. Wer ist Scooby Fortnite? Wovon redet ihr? Ist das wieder irgend so ein TikTok-Meme? Ja, viel Spaß beim Theaterstück. Sag mal dann, wie es war. Aber allein, weil du mit Schule dahin gehst, wird es wahrscheinlich schon nicht geil werden, ne? Allein wegen dieser Tatsache. Kennst du Neat Beats? Nee, was ist das? Hä? Okay. So. Heute hat Montana Black 3 neue Gönnergy-Sorten released, ne? Irgendwas mit Lemon, Sweet Lemon. Ich glaube Ripe Peach. Und was war das andere? Juneberry oder sowas? Ja, genau, Juneberry. So eine Art Heidelbeere oder sowas. Heute ist gerade ein Stream, wo er die vorgestellt hat. Und ja, der Launch ist am 19., glaube ich. Ich glaube, am 19. ist der Launch. Am 19. Kaufst du dir dann alle Sorten, Big Pro, für 6 Euro? Dafür, dass du Monte hast, guckst du ihn aber oft. Hey, ich hasse niemanden, Big Pro. Ich habe nie gesagt, dass ich irgendjemanden hasse. Die kosten 1,50. 1,50 mal 3 plus 75 Cent Pfand. Sind dann 5,25 Euro. Wann kriegst du zurück? Also ich glaube, deine Mutter kriegt ihren Pfand nie zurück, weil du den Pfand immer klaust. Weil du die Flaschen zurückbringst und klaust. So ein Ding ist das, oder? Bist du auch so jemand, der immer Pfandflaschen zurückbringt und das Geld dann behält? Machst du nicht?
Hab ich immer gemacht. Ich hab immer Pfand weggebracht. Und dann Geld behalten. Leicht verdientes Taschengeld, sag ich nur. Das machst du nicht. Ah, okay, Gen Z, verstehe. Gen Z geht doch nicht Pfandflaschen wegbringen. Das sind doch nur 5 Euro. Das ist doch viel zu großer Aufwand, so eine Tüte einfach beim Laden abzugeben und 5 Euro zu kriegen. Der Aufwand ist zu hoch für euch, ich weiß. Das macht ihr erst, wenn ihr 50 Euro dafür kriegt. Entschuldigung. Juneberry, Johannesberry, Sweet Lemon und White Peach. Ja, ja, Bamingong. Alles klar. Danke. Weil du kriegst einfach so Taschengeld, Big Pop, ne? Ohne Fun Fact Ring. Andere Zeiten einfach. Ich bekomme 50 Euro im Monat. Heftig. Einfach andere Zeiten. Wir hätten uns alle gefreut, wenn wir so eine Kindheit gehabt hätten, wie ihr sie habt. Keiner spielt gerade Among Us. Hä? Wie? Sind alle Server down? Oder wieso spielt keiner auf der ganzen Welt Among Us? Ich bekomme 30 Euro. 30 Euro für nichts tun ist viel zu viel. Scheiße. Warte mal. Wie war das jetzt? So? Hä? Ach, ich kann einfach durchlaufen. Ich dachte, ich könnte nicht durchlaufen. Lol. Ich dachte, ich könnte nicht durchlaufen. Ich habe ihn geklaut. Ich habe Ada Wong von Tekken nachgemacht. Oh, wie cool. Richtig cool. Oh Mann, ich habe voll die... Mir juckt's in die Fingern, eine Idee umzusetzen, aber ich habe es bis jetzt zeitlich einfach nicht geschafft. Und ich weiß, dass ich es morgen auch zeitlich nicht schaffen werde. Setz die um. Ja, eigentlich schon, ne? Wär schon cool. Warte. Palkia ist Wasser? Eigentlich wäre es cool, die Idee morgen umzusetzen. Ich bekomme einmal in der Woche 3 Euro. Was kaufst du dir mit diesen 3 Euro? Kaufst du dir in Roblox einen Skin? Gönnergy kauft sie sich. Nee, dafür ist sie zu jung. Warte. Meditalis ist Psycho und Kampf. Also benutze ich Unlichtattacke. Energy ist erst ab 16, Vico. Nur empfohlen ab 16. Bald ab 18. Ja, es gibt viele Läden, die verkaufen nicht an kleinen Kindern Energy. Nur um Geld zu verdienen. Aber es gibt natürlich ein paar Leute, die einfach nur das Geld machen wollen und egal ist, dass sie da kleinen Kindern Energy geben. Da hast du recht, Big Bro. Manche wollen einfach nur Geld machen und denen ist es egal, was sie da tun. Die verkaufen wahrscheinlich auch Zigaretten an Kleinkinder. Ja, dann... Du wohnst sowieso in einer Gegend, wo jeder nur auf sich achtet, Big Bruch. Und jeder nur Geld will. Und alle anderen ausbeutet.
in so einer Gegend bist du aufgewachsen. Deswegen bist du ja genauso. Wassermarsch. Oh, danke für Wassermarsch. Cheers. Oh nein, es ist gleich schon alle. Finde ich gut, wenn Energy auf 18 gemacht wird. Bei Kindern sollten echt kein Energy trinken. Ist viel zu ungesund. Was stand in den Nachrichten? Nächste Games kommt wieder Gönnergy-Rülpsen. Ey, lass mal machen. Gute Idee. Ey, hast du mitbekommen, Fabi? Gönnergy hat heute, macht heute einen Stream mit den drei neuen Sorten. Ja? Okay, er sagt einfach ja. Na gut. Bin ich... Hä? Macht das Sinn, was ich jetzt gemacht habe? Ah ja, hier. Gönnergy, am 19. glaube ich, kommen die neuen Sorten raus und heute wurden sie im Stream gezeigt, offiziell. Ich weiß nicht, ob die gut schmecken. Aber wenn es sie auf der Gamescom gibt, dann werde ich sie auf jeden Fall kosten. Ich habe mir übrigens am Wochenende bei Peter Pan das Gönnergy-Menü gekauft. Ich habe mir bei Peter Pan das Gönnergy-Menü gekauft. Da war auch Gönnergy drin. Ich hatte Cheesecake. Mit Alk? Wie mit Alk? Hä? Da ist Gönnergy drin. Gönnergy ist kein Alkohol, Big Bro. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest. Aber Gönnergy ist ein Energy-Getränk. Da ist Alkohol drin. Nein, ist nicht. Da ist kein Alkohol drin. Es gibt auch einen mit Alkohol. Ich habe den ganz normalen Gönnergy geholt aus der Dose. Oh, ich muss meinen Vater noch... Gamescom-Karten kann man noch nicht holen, Julian. Du kannst lediglich jetzt schon Hotel und ICE kaufen. Ich habe diesen Burger-Menü geholt, Jonas. Und ich habe eine ganz normale Gönnergy-Dose bekommen. Die verschlossen war und da ist kein Alk drin. Man kann wohl... ich habe nicht vor Ort gegessen. Wenn man vor Ort ist, kann man, glaube ich, auch ein... du hast recht... Wenn man vor Ort ist, kann man einen Cocktail nehmen, der mit Gönnergy gemixt ist. Da könnte Alkohol drin sein, kann sein. Schön bestellt. Nee, ich habe abgeholt, aber zu Hause gegessen, Jonas. Was laberst du für eine Scheiße? Ich habe selber abgeholt. Ich habe mich liefern lassen. Das Orangene schmeckt einfach nur nach Saft. Das fand ich nicht so cool, Big Bro. Der Beste ist Cheesecake. Weil der hat halt so was Besonderes. Und der Blaue ist halt auch so... Schmeckt halt ähnlich wie schon andere Konkurrenz. Warum holst du dir dein Essen ab? Ist doch gleich da. Ich wollte aber nicht da essen. Ich wollte zu Hause Netflix dabei gucken. Entspannt. Du kannst doch gerne zum Restaurant gehen und dort essen, Jonas. Geh doch hin und ess dort. Also du setzt dich ins Restaurant und isst dann? Oder was willst du mir jetzt sagen? Oder was willst du jetzt von mir? Du bestellst doch nicht mal, weil du niemandem Geld geben willst, Jonas. Du packst dein Geld aufs Konto und machst gar nichts damit. Und willst niemandem etwas geben für seine Dienstleistung? Bestellst du wirklich Essen nach Hause, Jonas? Du bist doch viel zu geizig dazu. Du bist doch viel zu geizig dazu, komm. Go. Lass. Was ist das für eine halbe Sache?
Komm, isst du einfach dein Essen, was Mama kocht? Und gib dein Geld, was du verdienst auf Arbeit, nicht aus. Aber forder von deinem Chef immer mehr Geld und so. Weil du als Jet Set viel zu wenig verdienst. Du verdienst schon mehr als deine Mitarbeiter, aber hey, Mann. Das geht so nicht. Du hast mehr verdient. Auf welchen Tagen gehst du auf die Gamescom? Am Donnerstag, Julian. Montag nur 4 Stunden Arbeit. Warum das? Warum sind Montag nur 4 Stunden, Jonas? Habt ihr einen halben Feiertag? Bei euch in Hessen? Rosenmontag? Ja und? Hä? Gibt es halbe Feiertage? Habe ich noch nie gehört. Gibt es halbe Feiertage bei euch? Entweder habt ihr doch einen ganzen Feiertag oder gar keinen Feiertag, aber doch nicht einen halben. Keine Ahnung. Komisch. Total komisch, Jonas. Ihr hattet Samstag Schule, Big Prof? Das wird ja immer craziger. So, wir haben den letzten Arenenleiter mit Bravour mit einem Pokémon geschafft. Hä? What the fuck? Oh, das riecht so geil nach Zimt. Oh. Einfach nur geil. Was ist das? Das ist ein Deckel von meiner Kerze. Das ist der Deckel und die Kerze riecht nach Zimt. Und der Deckel, den macht man halt drauf, damit der Geruch von der Kerze halt nicht irgendwann verschwindet, weißt du? Weil wenn die Kerze natürlich die ganze Zeit nur rumsteht, dann verliert sie den Geruch. Deswegen macht man den Deckel so rauf. Aber der ganze Deckel riecht von innen, so wie die Kerze. Voll geil. Natürlich nimmst du den Deckel ab, wenn du die Kerze anmachst. Zum Beispiel bei vielen Duftkerzen gibt es keine Deckel und dann riechen die halt irgendwann auch nicht mehr. Ich trinke alle Gönnergy-Sorten. Ich mag die Orangen nicht, weil das einfach nur so Saft ist, Big Bro. Wenn ich Energy trinken will, dann will ich halt Energy trinken. Aber jeder hat ja einen anderen Geschmack. Hä? Jonas spielt jetzt einfach Smash Bros? Jonas, wieso spielst du Smash Bros? Hä? Weil es Spaß macht. Okay, viel Spaß. Crazy. Hol dir doch Pokémon Arceus. Bei Mediamarkt gibt es gerade 19% Rabatt auf alles. Das sind fast 20%, die du sparst. Oder willst du das Spiel geschenkt haben? So, muss ich jetzt zur Pokémon-Liga? Begib dich zur Pokémon-Liga. Holy shit. Wo war denn die... Wo war denn der Poké-Center? Coolshop Pokémon Arceus. Wie teuer ist es dort? 48. Hä? Ja, easy. Warum holst du es dir nicht? Jonas. Ey, aber ganz ehrlich, Jonas, die Seite ist schon cool, oder? Die Spiele sind einfach viel günstiger als überall anders. Du weißt nicht, warum du es dir nicht holst? Okay. Na dann. Die Seite ist nicht illegal. Kaufe mir generell keine Spiele mehr. Ja, man kann natürlich auch jetzt nur noch alles gratis spielen. Indem man sich nur noch die Gratis-Spiele anschaut, ne? Gibt's mittlerweile viel zu viel davon. Muss Para spielen.
Welches Level brauche ich für die Pokémon-Liga, Jonas? 70, oder? Was heißt Parasparen? Hä, ich bin erst Level 55. Hast du echt bis Level 70 jetzt 30 Level gegrindet? Oder wie bist du Level 70 geworden? Weil ich bin ja jetzt schon da. Wieso steht die auf dem Wasser? Ah ja, klar, warum auch nicht. Eben noch geschwommen, jetzt stehen alle auf dem Wasser. Der Palkia-Grind ist zu Ende, Misaru. Aber ich frage mich gerade, wie ich die Top 4 besiegen soll mit Level 50, wenn die Level 70 sind. Also, in dem Spiel fehlt irgendwie Content, der mich auf Level 70 bringt. Ich kann da jetzt nicht grinden. Die sind alle Level 60 etwa. Und wie werde ich jetzt Level 60 bis dahin? Das Spiel ist sehr schön. Welches Spiel, Big Bro? Das hier? Das ist ein ganz normales Vollpreisspiel. Ich verstehe die Frage nicht. Das sollte schon passen, weil einem der XP-Teiler so verwöhnt. Okay. Jonas meinte, er musste bis Level 70 hochgrinden. Warum ist die halbnackt ein Kinderspiel? Weil sie im Wasser ist. Soll sie jetzt in Kleidung mit Wasser drin sein? Skill Issue. Soll die jetzt mit Kleidung im Wasser schwimmen? Oder was ist dein Problem, Big Bro? Mach die doch direkt nackt. Also du bist der Meinung, alle Menschen, die ins Wasser gehen, die müssen von oben bis unten komplett bekleidet sein. Ansonsten können sie direkt FKK nackt rein. Verstehe. Du bist wirklich AfD-Wähler, oder? Komm. Lass. Die Top 4 und Champ ist natürlich schwer. Aber man kann unter Level 60 am Anfang der Liga... Es reicht das. Man kann... Also, du sagst, ich kann mit also ich kann mit Level 45 jetzt super easy die Top 4 besiegen. Weil EP-Teiler ist ja so krass. Also, durch meinen EP-Teiler sind meine Monster so schwach übrigens. Durch EP-Teiler bin ich erst 45. 46. Das ist ja durch EP-Teiler gekommen, Misari. Also, Level 55 reicht da am Anfang. Ein Pokémon Level 55 reicht für die ganze Top 4 am Anfang. Was meinst du mit am Anfang? All meine Pokémon sind doch Level 45. Ich check's nicht. Was heißt am Anfang? Ich muss doch die ganze Top 4 machen. Weniger durch XP-Teiler, sondern weil du sie Property später aufgegriffen hast. Ja, kann auch sein. Am Anfang der... Ja, aber ich muss doch die ganze Top 4 machen. Man kann doch nicht zwischendrin eine Pause machen, oder? Ich glaube, man macht alle mit einem Durchgang. Gibt genug Zeit zum Vorbereiten. Erstmal gemütlich angehen. Vorher kannst du Pause machen. Was bedeutet Pause machen? Das ist jetzt ein anderes Wort für vorher kann ich grinden. Oder vorher muss ich grinden. Nach jedem Kampf speichern. Ah, das... Okay, okay, okay. Nach jedem Kampf kann ich Pause machen, speichern, mich hochheilen, alle wiederbeleben. Okay. Verstanden. Und vorher Focus Center. Hm? Verstanden. Man kann auch einfach Trial and Error reingehen, den ersten besiegen, dann halt verlieren, dann wieder reingehen, den ersten besiegen... bis man irgendwann den zweiten besiegt und jedes Mal levelst du ja. Du kannst nicht zwischendurch ins Pokécenter. Ja, einfach 50 Beleber kaufen, 50 Supertränke, AP-Teiler, fertig. Dann hast du quasi dein mobiles Pokécenter immer bei.
Wieso surfe ich eigentlich auf so einen Biber? Dieses Pokémon besitze ich gar nicht. Speichern bringt ja nichts. Genau. Wenn man versagt, ist halt egal, weil dann ist halt die Pokémon leveln ja. Doch, Among Us ist heute. Among Us ist 21 Uhr. Haben wir doch gesagt. 21 Uhr in 15 Minuten. Ihr könnt schon mal Patch runterladen. Ganz wichtig, Camper Mega, lad Patch runter. Ich spiele auf der Switch heute mal. Wie hast du Palkia dann eigentlich fertig gemacht? Mit Fluch. Und nach 800 Pokebällen ist der dann endlich reingegangen. Ich habe halt immer wieder weiter getried, so wie gestern. Die Fangrate ist sehr, sehr gering, wie es aussieht. 1% oder sowas. Mit 1 HP habe ich ihn dann glücklicherweise gefangen diesmal. Genau, weiteres Try and Error. Bis es halt geklappt hat. Er hatte zum Schluss 1 HP und dann hat das irgendwann ging der Ball dann auch mal rein. Aber nur mein Hyperball ging. Ich habe den Hyperball geworfen. Der ging nach 500 Versuchen dann auch mal rein. So, wir brauchen noch einen Streaming-Titel für Among Us. Will ich einwechseln. Wie lange wirst du Among Us spielen? So lange, wie wir Spaß haben. Ich habe Among Us schon ewig nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal eh reinkommen. Bis ich müde werde. Oder ich werde irgendwann, wenn zu wenig Leute sind oder es irgendwie nicht bockt, spiele ich einfach Pokémon weiter. Weil ich will Pokémon durchaus die Top 4 beenden. Morgen. Oder so. Bitte. Sag mal, wenn ich jetzt zu Top 4 gehe, da oben ist doch noch ein Poké-Center gleich, oder? Es gibt auch Hide-and-Seek-Modus. Nee, ich will das OG Among Us spielen. Nicht irgendwie Hide-and-Seek oder weiß ich. Konzert oder was auch immer. Ich will einfach nur Among Us spielen, wenn ich Among Us starte. Einer ist der Sucher und muss die anderen töten. Okay, das klingt irgendwie cool. Ist das ein richtiger Modus? Oder ist das selbst erfunden? Du bist noch lange nicht durch mit der Siegesstraße. Oh. Dann schaffe ich die Siegesstraße jetzt gar nicht, sagst du? Ich dachte, das ist hier nur kurz Wasser hoch und fertig. Ein neuer Modus im Spiel. Es gibt übrigens in Dead by Daylight auch einen neuen Modus. Der heißt Licht aus. Wird nix? Okay, da machen wir jetzt. Machen wir gleich aus. Licht aus. Das ist ein neuer Modus in DVD. Man hat dann keine GUI mehr. Man hört den Killer nicht. Und man sieht die Fortschritte vom Gen nicht mehr. Und der Killer sieht die Kratzspuren nicht. Voll gut. Also, der Killer... Also, man sieht den Killer, man hört den Killer nicht mehr und der Killer sieht nicht, wo du hinrennst. Es ist so eine Art Hide and Seek sozusagen, Gary. Und gleichzeitig
ist es auch schwieriger, weil du halt die GUI nicht mehr siehst. Und du siehst nicht, wo die Gens sind und so. Ne? Du kannst prinzipiell nur 5 Meter oder so sehen. Weil alles dunkel ist. Den Modus gibt es nur 5 Tage oder so noch. Oder 8 Tage, danach ist der Modus wieder weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so eine Testphase ist und später kommt der nochmal überarbeitet. Oder ob es nur ein Event ist, der nie wieder kommt. Oh, meine Frisur ist sowas von furchtbar heute. Scheiß drauf. Okay. Oh, ich habe irgendwie nur Psycho-Pokémon. Kann es sein? Der ist ja auch Psycho. Wo gibt es eigentlich Lucario zu fangen? Der dritte Arenenleiter hatte Lucario, aber kann man den hier gar nicht fangen im Spiel? Gibt es den im Untergrund oder wo gibt es den? Weiß das einer? Weil da würde ich mir Lucario holen. Als Kampf-Pokémon. Ohne Psycho. Aha, aha. Aha. Gleich Among Us Fuego. Lad schon mal runter auf deiner PlayStation 4. Ja, natürlich mit Talk. Hey, Among Us spielt man doch immer mit Talk. Was ist das für eine Frage? Among Us spielt man immer mit Talk. Hä, wie spielt man denn Among Us ohne Talk? Mit Chatten oder wie? Ich fasse es nicht. Okay, ich glaube, das wird nichts mehr. Die Siegesstraße ist echt lang. Wie viele sind wir? Keine Ahnung. Ich komme vielleicht später dazu. Sehr gerne. Wenn wir dann noch da sind. Wann Among Us? In 2 Minuten. Ich muss nur noch kurz abspeichern. Natürlich bringt das was. Das ist über eine Stunde, Julian. Den bekommst du von der Eiseninsel. Von einem Trainer. Warte, warte, warte. Wo ist die Insel? Welche Insel? Hier oben? Warte, wo ist der Trainer? Hier oben bei Blitzach. Herzlich willkommen, Fabi. Fabi, oben links. Hier?
Okay, dann werde ich da hingehen. Demnächst. Was muss ich dafür machen? Ich muss bestimmt irgendwas geben oder so. Alles klar. Danke der Nachfrage. Dann wagen wir uns heute mal wirklich ran, oder? Dann wagen wir uns heute wirklich ran. 15% fehlen mir für Dia 2. Ja, scheiß drauf. Das Spiel interessiert niemanden, Fuego. Müll. PC startet nicht. Hä, spiel doch auf deiner Switch oder auf der PlayStation. Fuego. Spiel doch auf Switch oder PlayStation oder auf dein Handy. Das sind aber 25%, die bis 100% fehlen. Ja. Stimmt. Hä, wie kommst du auf 15%? Wenn du 75 hast. Gut, Fuego. Mathe 5. Auf PS4 habe ich mir keine Among Us gekauft. Ist doch kostenlos. Oder? Ist Among Us nicht kostenlos? Du hast 15% gesagt. Mädel. Du hast 15% gesagt. Ah, okay, 2 bis 3 Euro.